gut. Man so einen wunderschönen Sommertag, was liegt da näher, als etwas auf den Grill zu legen. Und wie ist es einfacher, das mit dem Gasgrill, das wir hier haben, Modell mit indirekt und direkter, wo man beide Arten kommt, auf einem Grill machen. Also, jetzt müssen wir den Gasgrill anhängen. Hier haben wir die neuen Flaschen, die nur aus Stahl sind, sondern einfach aus Fiberglas. Die explodieren nur, kommen keine Teile mehr umspicken, wenn sie mal in einem Feuer stehen. Und vor allem, sie kommen Sommer und Winter einfach draussen. Und das finde ich noch sehr entscheidend. Also, die Leute, wenn so Flaschen immer versorgen, das ist eigentlich total falsch. So Flaschen gehört draussen, Sommer und Winter draussen stehen. Kein Problem. Okay, beim Druckregler ist wichtig, dass wir kontrollieren, dass die Dichtung hier, die Packung, einfach ganz ist, nicht verletzt ist. Und dann daran denken, dass es ein Linksgewinde ist. Das ist das einzige Gewinde, das aus Sicherheitsgründen nicht so verläuft wie alle anderen. Gut anschliessen. Für das brauchen wir keinen Schlüssel, weil dann machen wir nur die Dichtung kaputt, sondern einfach von Hand gut anziehen. Und vielleicht noch kurz Kontrolle, ob auch der Schlauch nie ein Sporöd ist, nicht brüchig ist. Und das wäre es eigentlich schon, was wir machen müssten. Bevor wir die Gasflaschen öffnen, schauen, dass auch die Ventile alle verschlossen sind vorne dran, nicht, dass sich der Grill füllt mit Gas und wir nicht wissen, dass es schon drinnen ist. So. Und jetzt einfach nur eine Dreiviertel-Dreieck öffnen. Also nicht zu viel öffnen, nicht zu lang öffnen. Weil wenn einmal etwas wäre, dass man aus Sicherheitsgründen zutun muss, dann muss man mit einem Drill das Gas zutun. Dann kann man auch herlaufen, wenn es mal ein bisschen Feuer hat. Darum tun wir hier wirklich nur ein Dreiviertel-Dreieck öffnen. Das hat dann genau gleich viel Druck im Grill rein, wie wenn wir jetzt dort den ganzen öffnen. Das Wichtigste beim Grill anzünden ist, dass wir den Grill immer offen haben, dass immer Sauerstoff dazu kommt. Also hier nicht einen Grill anzünden, wo der Deckel zu ist, weil da könnte mal ein Ventil kaputt sein. Es könnte schon lange Gas hingelaufen sein. Wenn wir jetzt anzünden, dann macht es einen Wusch. Hier ist wichtig, dass wir den Schalter einfach immer zu haben, bevor wir entzünden. Dann öffnen, 2 Sekunden warten, dass auch Gas einfließen kann. Und dann die Elektrozündung drücken und schon haben wir gehört, wie er sich entzündet. Wunderbar, er brennt. Jetzt kann man den Deckel zutun und wenn er richtig brennt, 2 Minuten ist er heiß. Das ist der grosse Vorteil gegenüber Holzkohle, wo eigentlich auch nichts anderes ist als eine Energie, ein Wärmeträger, die Holzkohle. Aber dort braucht man 40 Minuten zum Anzünden. Und hier kann man in 2 Minuten unser Fleisch drauflegen und grillen. Und jetzt kommen wir zum Grillen.